Ladies and Gentlemen, Russik Pupsik ist am Start und heute mal wieder mit einem neuen Video, Freunde. Und ich befinde mich gerade bei meinem eigenen PD, Freunde. Ich laufe hier mal rein und ihr seht vielleicht schon ein paar Veränderungen, Freunde. Und zwar, ich habe einen neuen Angestellten. Moin, Meister. Na, servus. Der redet nicht so viel, Freunde. Dann habe ich eine neue Putzkraft, aber die sind alle ein bisschen komisch. Der putzt da irgendwelche Blumen oder so. Aber egal, ich lasse den jetzt einfach putzen, Freunde. Und wir haben sogar noch einen Angestellten, Freunde. Ein paar Häftlinge, die wir schon verhaftet haben und alles drum und dran, Freunde. Und das Ganze alles nur, weil wir letztens iCrimex und Army ein bisschen angeworben haben, Freunde. Und dadurch das Ganze sich rumgesprochen hat und wir jetzt Mitarbeiter bekommen haben, Freunde. Aber ich habe letztens gesagt, hey, heute werden die neuen Autos geliefert, aber es gibt keine neuen Autos, Leute, und deswegen müssen wir heute irgendwie neue Polizeiautos besorgen, Freunde. Ich weiß zwar noch nicht, wie ich das Ganze mache, aber lasst auf jeden Fall ein dickes Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und schreibt in die Kommentare, was können wir noch machen, um unser PD zu verbessern. Ganz wichtig, Freunde, wir müssen auch irgendwann mal ein neues PD bekommen. Aber jetzt, Leute, wie komme ich an Polizeiautos rein? Wartet mal, ich muss ja auch ein bisschen meine Arbeit machen. Ich check jetzt erstmal hier den Funk ab, was so im Funk abgeht, Leute. Mal reinhören, so von den anderen Polizisten, so zack. Alle Einheiten, wir haben einen riesen Unfall oben an Palito Bay. Absperrung ist da, wir sind nur die zwei Officer, die sich hier um alles kümmern können. Ja, also wir sind überfordert. Okay, habt ihr das gehört? Da ist irgendwie Palito Bay Unfall oder so. Ich check mich da ein. Check, check, ich komme. Ciao, komme. Check, check. Ey, wir fahren da jetzt einfach mal hin, Freunde. Oh nein, 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 ich habe einfach kein Auto heute am Start, Freunde. Wir müssen jetzt wegen Zivilcourage. Ey, das ist ganz normal, Freunde, dass man auch ein Polizisten Auto klauen muss, weil es ein Notfall ist, Leute. Das kriegt er auf jeden Fall von den anderen PDs zurück. Nicht von uns, Leute. Unser PD hat kein Geld. Wir fahren da jetzt hin zum Unfallort, Freunde. Check das Ganze ab, was es da auf sich hat, und vielleicht können wir beim Unfallort irgendwie so sagen, hey, leit mir mal euer Polizeiauto aus und wir fahren dann damit weg oder sowas, Leute. Wir müssen heute kreativ sein, Leute, und deswegen let's go dahin. Officers, Also das ist die Unterstützung, die wir gefordert haben. Ja, ich bin die Einsatzkraft, ja, guten Tag, was denn hier passiert? Ja, also, Riesenklauen, Roulage. Ja, aber es geht doch schon. Schauen Sie doch mal hin, was da los ist. Die Leute drehen gleich durch. Die sind ja, ich mach das schon, Leute. Ich muss irgendwie ein bisschen undercover das klären hier, damit ich ein rudes Auto holen kann. Ey, die Polizei, Lexus-Autos sehen auch gleich. Was soll ich machen? Hör auf, so zu fahren! Ey, ganz ruhig, ganz ruhig. Oh, alles ist gut. Es ist nur ein Stau, der Herr. Es ist nur ein Stau. Komm her. Beruhigen Sie sich. Alter, was ist denn los mit Ihnen? Wollen Sie etwa... Hallo? Ich bin ein Polizist. Beherrschen Sie sich. Alles ist Alter, gut. Was ist denn los mit den Leuten hier? Das eskaliert hier komplett. Bleiben Sie alle ruhig. Holen Sie Unterstützung. Fahren Sie zurück und holen Sie Unterstützung. Ich hole Unterstützung. Die Herren, kümmern Sie sich um alles hier. Alter, Leute, hier drehen die Leute richtig durch. Ey, Leute, ich versuche jetzt mal das Auto aufzumachen. Nein, das geht nicht. Das ist abgeschlossen. Wartet mal. Entschuldigung, Officers. Was willst du? Und zwar, Officer, haben Sie den Schlüssel? Ich brauche einen Schlüssel von Mercedes. Ich habe gerade keinen Einsatzfahrzeug. Den Schlüssel von Mercedes, ja, komm. Ja, hier, schnell. Ja, geben Sie es mir. Dankeschön. Ja. Alles klar. Hier dreht er durch. Sind Sie wahnsinnig? Sie überfordern. Was ist hier noch los? Alter, was passiert denn hier? Hier ist das Aussteigen! Das pure Chaos! Das pure Chaos! Ich brauche gerade Ihre Stelldienstnummer. Müsst ihr eintragen, welche Autos hat? Die Nummer 27. Das ist meine Nummer! Hey, stehen bleiben! Oh, was passiert denn da, Leute? Habt ihr das gerade gesehen? Da ist kompletter Chaos! Aber Freunde, nichtsdestotrotz haben wir gerade das Polizeiauto von den Polizisten geklaut. Das Problem ist, ich habe dir meine Dienstnummer gegeben und die war falsch, aber er weiß ja, wie ich aussehe. Egal, ich sag im Notfall, ich habe mich versprochen und das war die 47 und bei dem Chaos ist der Benz verloren gegangen. Einfach irgendwie sowas, lasst mir einfallen, Leute. Wird schon gut gehen, Freunde. Wir haben unser erstes... Stehen bleiben, mein Auto! Warte mal, verfolgt er uns? Mein Auto, stehen bleiben! Oh nein. Hat mir die falsche Dienstnummer gegeben. Sonst funke ich gleich mal durch, Oh, Entschuldigung, das war die 37. Ach so. Versprochen habe ich mich. Was haben Sie denn gehört? 27, das ist meine Nummer. 37. Nein, 37. Dann sind Sie der Money, richtig? Der Money, genau. Leute, der Money. Der Money bin ich. Nein, das ist er nicht. Sie kennen ihn doch, der hier. Steigen Sie ein, komm, weiter geht's. Ich bin doch der Money, oder nicht? Sei leise, Money.
Alles gut, Manni, wir kennen uns doch noch, Manni. Wie geht's dir, Manni? Alles gut? Ich hab dich leider nicht mal gesehen. Ja, alles gut. Ja, in meinem PD geht's mir besser als mit dir. Ah, oh, ciao, okay. Gell? Auf Wiedersehen, Manni. Ich vermisse dich, komm zurück, ja? Ja, Manni. Hey, schau mal ein! Pass auf, dass du keine Probleme bekommst, Manni. Ciao. Ciao, ciao. Ey, Leute, wir haben gerade... Oh mein Gott, das ist nochmal gut gegangen. Ich habe einfach die Dienstnummer von Manni weitergegeben. Manni ist dieser Volltrottel aus den letzten Folgen, Leute. Aber, ey, wenn er Anschiss bekommt, dann bekommt er Anschiss, Freunde. Wir fahren jetzt erstmal das Auto zu unserem PD, Freunde, und parken es in Sicherheit ein. Let's go. Ist doch schön, kann man machen, Leute. Auf jeden Fall müssen wir noch vielleicht ein, zwei Autos besorgen. Und dann reicht es auch, Leute, für unser kleines PD. Ey, was ist denn da los? Jefferson, was macht die Dame hinter der Theke hier? Was macht die hier für ein Chaos? Hallo? Alter, was passiert denn hier? Bring sie raus. Ah ja, Jefferson. Ich kündige sie gleich. Jefferson, dreh durch. Jefferson ist gefeuert. Alles gut, Freunde. Ich habe mich um alles gekümmert, Freunde. So, nichtsdestotrotz, wir haben unser erstes Polizeieinsatzfahrzeug und ich höre mir jetzt einfach beim Funk nochmal was ein. Alles gut, ey, Maxi, rast jetzt nicht aus. Alles gut, Maxi. So, okay, Leute, wir hören jetzt den Funk mal weiter an. Alle Einheiten, ich benötige alle Einheiten von Mission Rogue PD sofort beim Anwesen von Kaminkartell. Ja? Wir werden in 10-1 Minute eine Störung durchsetzen und alle verhaftet. Wir brauchen alle Einheiten und sofort alles einstellen und vorbeikommen. Oha, Leute, habt ihr das gehört? Ey, die wollen das Kamilo-Kartell oder sowas stürmen, Freunde. Und das Ganze ist auf jeden Fall richtig nice für uns, denn ich denke, die sind dann ziemlich abgelenkt, wenn sie das ganze Kartell da stürmen. Und wir können in Ruhe ein Einsatzfahrzeug holen, natürlich im Notfall auch meine Kollegen unterstützen und alles uns, um uns dreifach kümmern, Leute. Aber bevor wir unser Polizeiauto benutzen, nehmen wir einfach wieder hier von den Passanten ein Fahrzeug, Freunde. Die werden sich wahrscheinlich gleich wieder beschweren, so, ey, wieso ist noch ein Fahrzeug weg? Und später habe ich ganz viele Anzeigen an meinem Büro liegen. Aber Leute, ganz ehrlich, ist egal. Wir fahren nämlich jetzt mit diesem Fahrzeug ganz schnell dahin, Leute. Denn wir müssen jetzt gucken, dass wir dort das nächste Einsatzfahrzeug bekommen, Freunde. Ey, Officer, hallo. Officer. Eigentlich haben wir genug Verstärkung, aber ausnahmsweise. Ja, ich bin. Let's go, du darfst hier weitergehen. Ja, ich laufe da mal rein, alles klar. Guten Tag, Officers. Oh, so ein Zivilpolizei-Benz wäre auch nice, Leute. So ein E63 AMG Zivil. Oh mein Gott, die haben die wahrscheinlich hops genommen, weil sie als Zivil unterwegs waren. Ey, Leute, was passiert denn da? Digga, was ist denn hier los? Ja, Herr Staatsanwalt, ja, wir haben alle. Ganz kurz, kommen Sie her. Ja, hallo. Ja, ja, Staatsanwalt. Ja. Ja, okay. Ja, mach alles fertig. Guten Tag, mein Kollege. So, wer sind Sie denn? Ich bin Officer, der hier helfen wollte, ja. Sie gehören nicht zu meinem Mission Rogue PD. Alles gut, ich bin heute vom PD. Ja, nee, brauchen wir nicht, verziehen Sie sich. Ach so, brauchen Sie mich nicht? Ja, ist okay, nein, ich check nur die Lage ab, falls was passiert. Nein, nix, Web. Abtreten sofort! Ich will sie degradieren lassen! Okay, Entschuldigung, alles klar. Ey, Leute, was ist denn hier passiert, Mann? Ey, habt ihr gesehen, da stand auf jeden Fall noch mehr Polizeiautos. Hier, diese E63 AMG sehen auch sehr interessant aus. Aber das Wichtige ist, Freunde, wir wurden einfach weggeschickt als PDler. Ey, hier, warum hast du so eilig? Ich mach das hier weg, ey. Alles gut, die haben mich weggeschickt, die haben hier genug Einsatzkräfte. Ja, ich bin hab ich dir doch gesagt, dass wir eigentlich... Was machst du da? Sorry, tut mir leid. Pass mal besser auf! Ja, tut mir leid. Ey, Mann, was ist das denn, Leute? Jetzt bin ich Polizist und kann nicht mal bei diesem Kartellangriff mitmachen, Leute. Ey, ich sag euch ehrlich, ich glaube, ich werde meine Uniform hier umziehen, Freunde. Und ich werde da jetzt gleich reingehen und... Ja, Leute, wenn ich halt nicht als Cop an das Auto rankomme, dann als Kamille-Kartell-Mitglied, Leute. Ich werde mich als Kamille-Kartell ausgeben, Leute. Oh, das ist die Idee, Leute. Ich werde mich jetzt umziehen als Kamille-Kartell. Let's go. Bam, Leute. Ich habe es mir ein bisschen anders überlegt. Ich habe mich einfach komplett muminiert, muskiert, alles drum und dran, Leute. Weil, wenn ich mich mein Gesicht zeige, erkennen sie es. Aber jetzt bin ich all black everything, Leute. Ich werde da jetzt reinstürmen. Sorg für Chaos, weil wenn ich ein Schussfeuer gebe, wird die Polizei gegen das Kartell anfangen zu schießen. Und dann wird da so ein Chaos entstehen, Freunde, dass ich genug Zeit habe, einfach das Auto zu nehmen und abzuhauen. Als erstes, erste Chaos-Objekt ist mein Auto, was da jetzt gleich reinstürmt. Let's go! Wow! Hey, oh. Was ist das denn hier? Habt ihr gesehen, Leute, wir sind übers Dach geflogen, aber ey, es ist alles noch nice, noch kein Schussfeuer wurde eröffnet. Oh. Hey, Hendok! Hendok! Oh. Ich muss das mal. Komm, Lukate, let's go! An alle Einheiten, es eskaliert hier, wir brauchen dringend Verstärkung. Oh, es eskaliert da komplett, die schießen alle. Da schießen voll viele. Los! Das ganze Kartell schießt, Leute. Oh, Verstärkung bitte kommen, Oh nein,
Wo ist der hin? Wo ist der hin? Wir stehen unter Beschuss. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Nein, ey, die vom Kartell sind ausgerastet, Leute. Die schießen da rum. Die schießen da einfach rum. Guck mal, wie die Armen rumschießen. Wir hauen schnell ab. Wir hauen schnell ab. Wir hauen schnell ab. Aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg. Wow. Okay, 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 okay. Wir hauen ab, wir hauen ab, wir hauen ab. Wir sprechen das ähnlich wie die. Bleiben Sie sofort stehen. Ey, Leute, Leute, ich habe eine Idee, ich muss mich schnell umziehen, wartet mal, ich werde mich schnell umziehen, ich packe jetzt schnell im Busch hier und ziehe mich ganz schnell um, wartet, warte, ich tue auf verletzt, Leute, ich muss auf verletzt machen. Ich bin ein, ich bin Officer im Einsatz, verletzt, ich muss ins Krankenhaus fahren, Verdammt, der Sandro, das wurde das falsche Fahrzeug. Ich fahr weiter, ich muss das Fahrzeug finden. Ja, finden Sie das Fahrzeug. Verletzt. Machen Sie es gut. Fahren Sie zum Krankenhaus. Ja, tschüss. Ey, Leute, wie gut war das denn? Wir haben uns ganz schnell umgezogen. Da hat nichts gerafft, Leute. Wie auch, wir sind ein Polizist, Leute, im Polizeiauto. Und wir haben jetzt einen GT gerippt, Leute. Wir fahren jetzt nach Hause zu unserem PD-Freund und stellen den genauso dort ab. Let's go. Okay, Leute, also ich sag euch ganz ehrlich, wir haben uns gut gemacht, Leute. Die zwei Anzeigen verarbeiten, ja, die kriegen ihre Autos vielleicht irgendwann mal zurück. Hier unsere PD-Freunde. Oha, was ist das denn? Alter, der fährt mit einem 6x6. Was geht ab, meine Kollege, ha? Na, wie läuft denn dein Schmalspur-PD mit den Drecksautos da? Alles gut, Kollege, alles gut bei mir, alles gut. Alles gut, hä? Ja, ach, also... Also Drecks... Die Autos wurden ja vor 1995, wurden die mal bereitgestellt für so Loserkopf wie dich. Chill, ich hab einen Ford Mustang und einen Benz, also alles gut, fahr mal weiter hier. Ach so, denkst du bist krasser als meiner, weißt du was? Ey. Viel Spaß bei deinem 0815-PD, was scheiße ist. Ey, Leute, habt ihr dem seine G-Klasse gesehen? Ey, ich sag euch ehrlich, ich muss mal wieder ein Auto hier klauen. So, zack, hier schön ein Auto klauen. Batz. Ey, wir werden den jetzt mal verfolgen. Ich sag euch ehrlich, ein sehr interessantes Fahrzeug. Seit wann hat die Polizei so 6x6 geklassen? Das erinnert mich voll an meinen Job bei iCriming Security, weil nur Max hatte... was ist das denn jetzt für einer? Nein! Oha, 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 ja. Der hat die G-Klasse weggeschleudert. Was ist denn mit dir los, hä? Willst du dich fest im Aussteigen? Oh. Er hat den abgeknallt, Leute. Der hat eine Granate geworfen, glaube ich. Hä, Leute, der hat gerade seinen Urus in die Luft gejagt. Und jetzt fährt er irgendwo weg mit Einsatzdingern. Hä, Leute, ich muss den verfolgen. Wer ist es und wohin will er? Oh mein Gott, was passiert denn hier? Okay, Leute, ich verfolge ihn die ganze Zeit und irgendwie scheint es ein... Ich weiß nicht, wer das ist, Leute. Der fährt hier gerade rein. Ins mafiosen Ganggebiet, Freunde, und packt. Ich glaube, die wollen die G-Klasse da einpacken hinten. Oh, ist es wirklich so? Ich glaube, das ist einer von den Mexikanern. Ey, ich muss dem seinen Schlüssel abziehen, Freunde. Entschuldigung, der Herr, hallo. Ja, Amigo. Amigo, drehen Sie sich mal um. So, der Amigo. Geben Sie mir bitte den Schlüssel sofort vom Mercedes. So. Welche Schlüssel? Ach komm, sei leise, ich hab den Schlüssel. So, Leute. Ich hab nichts gemacht. Alles gut, die Herren, alles gut. So, Freunde, wir werden jetzt die G-Klasse hier nehmen. Zack, die geht auf. Perfekt, Alter. Oh mein Gott, das ist. Oh nein, da schießen welche. Alter, was passiert hier? Nein. Oha. Alter, es kommen voll viele Leute von denen. Nein. Leute, es sind zu viele. Ich muss irgendwie agieren. Ich muss die G-Klasse nehmen. Ey, die G-Klasse ist gepanzert einfach, Leute. Ich sag euch, wie es ist. Das ist eine gepanzerte G-Klasse für Einsätze. Bam, alles kurz in die Luft jagen hier. Entschuldigung, Mexikaner. Auf Wiedersehen, die Herren. Auf Wiedersehen. So, das war's dann auch schon wieder mit euren komischen kleinen Smart. Ihr könnt nach Hause gehen. Ich weiß nicht, was für ein Polizist das war, aber das war ja Instant Karma. Da hat seine G-Klasse dort verloren an die Mexikaner. Die Mexikaner wollten gerade die G-Klasse wegbringen und ich habe sie einfach geholt, Leute. Wie nice ist das denn? Hey, Leute, wir haben einfach die 6x6 G-Klasse. Ich freue mich, Leute. Das heißt, wir haben heute ein CLA geklärt, ein GT geklärt und die 6x6 G-Klasse, Leute. Die ist einfach mächtig, Freunde. Hey. Wir sprechen als LSPD, halten recht an, der Chief of Police. Nein, der Chief of Police, Leute, das ist mein alter Chef, Leute. Ich erkenne ihn doch an der Stimme wieder.
Jo. So. Russik. Ja, was geht? Was machst du mit dem Fahrzeug? Alter, ich war, dieses Fahrzeug war bei meinem PD, da saß irgendein Angestellter von dir oder so, ich weiß nicht. Er hat geprallt, hat gesagt, guck mein geiles Auto an, Carlos. Das ist gar nichts, Carlos. Dann kam irgendein Urus angefahren, hat ihn gecrashed, hat alles in die Luft gejagt, hat ihn erschossen. Ich bin hinterher und hab mich mit den Mexikanern angelegt, das ist einer von ihnen. Ich hab Verletzungen am ganzen Körper. Ach, du hast die Mexikaner ausgelöscht. Ja, ich hab das Auto rausgeholt, ich wollte es gerade zurückbringen. Mir tut alles weh. Das war das Auto von Carlos, aber na gut, jetzt ist der Carlos. Ja, darfst das Auto behalten als Wiedergutmachung, ja? Ich darf sogar behalten. Aber dass du's rausgehört. Du darfst behalten. Russik, ich mochte dich, ja? Ey, danke, das tut meinem PD echt gut, Mann, weil ich hab Einsatzfahrzeuge gebraucht. Es ist echt eine Rettung. Vielen Dank, Mann. Ja. Ich wünsche dir viel Glück mit deinem PD, ja? Wenn du wieder einen richtigen Job brauchst, kommst du zu mir. Alles gut, bei mir als Chef ist besser. Ciao, ciao, danke. Ja, ja. Oh mein Gott, Leute, habt ihr gesehen? Das sind die Autos von meinem alten PD-Freunde. Die haben sich wohl gut aufgebaut wieder. Die haben wahrscheinlich vom Staat so einen Zuschuss bekommen, als das PD abgefackelt wurde, Leute, dass sie den ganzen Zuschuss in Autos investiert haben, Leute. Aber der Carlos ist jetzt Carlos und wir haben jetzt eine G-Klasse, Leute. Deswegen ab zu unserem PD. Wir packen unser letztes Fahrzeug da ein. Das sieht doch mal nice aus. Wir haben Einsatzfahrzeuge. Wir haben Mitarbeiter langsam. Alles läuft nach Plan, Leute. Aber ich sage euch ehrlich, das war ein sehr anstrengender Tag. Ich hoffe, die Jungs, die bei mir arbeiten werden, Max, Amir, wenn die das nächste Mal vorbeikommen zum Arbeiten, werden zufrieden sein. Hallo, mit den Autos, die da sind. Oh, was? Der Herr, sie wollen ein geklautes Auto anmelden. Ah ja, da sind sie heute, der dritte schon. What? Leute, ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Lasst auf jeden Fall ein dickes Like, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und schreibt in die Kommentare, wie ich mein PD noch verbessern kann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.